Herr Professor De Fabio, Datenschützer wie der Landesbeauftragte für Datenschutz in Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink, halten das aktuelle Dopingkontrollsystem in Deutschland für datenschutzwidrig und in Teilen verfassungswidrig. Was halten Sie von dem System? Das System ist dem Grunde nach sicherlich gerechtfertigt, denn es geht darum, im internationalen Spitzensport Vertrauen wiederherzustellen. Durch Dopingskandale in der Vergangenheit ist dieses Vertrauen erschüttert. Allerdings muss man bei der Ausgestaltung eines solchen Systems auch an die Grundrechte von Athleten, von Spitzensportlern denken. Eine Sammlung persönlicher Daten bedeutet immer auch, dass Transparenz und Sicherheit gewährleistet sein muss. Ob das gegenwärtige System tatsächlich leistet, da werden Zweifel geäußert. In welchen Punkten sehen Sie konkret Angriffsflächen? Ich denke, der Umgang mit persönlichen Daten ist immer für den Betroffenen ein grundrechtssensibles Problem. Schließlich kann man bei einer dauerhaften Lokalisierung ein Bewegungsprofil erstellen und Informationen bis in das Intimleben hinein gewinnen. Also müssen solche Daten sicher sein. Ihre Verwendung muss transparent sein für den Betroffenen. Und hier bin ich nicht sicher, ob alle Vorkehrungen im geltenden System bereits getroffen sind. Herr Dr. Brink ermuntert Sportler, das Bundesverfassungsgericht anzurufen und das derzeitige ADEM-System dort prüfen zu lassen von Sportlern. Wie sehen Sie die Chancen bzw. wie schätzen Sie die Situation ein? Die Neigung ist gerade in Deutschland immer ausgeprägt, bei schwierigen Fragen das Verfassungsgericht anzurufen. Ich würde mir in diesem Fall wünschen, dass man zunächst einmal kooperativ auslotet, welche Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Manche Sportler sind ja bereits dabei, solche Vorschläge in eigener Initiative zu entwickeln und zu ausloten zu lassen. Das halte ich für einen guten Ansatz. Wenn man dann immer noch Probleme hat, dann wird man das vielleicht auch mal gerichtlich klären lassen müssen. Aber nicht in einem frühen Stadium, wo man sozusagen auch mit neuen Techniken umgeht, sofort nach den Gerichten rufen. Wenn es doch vor Gericht landen würde, wie schätzen Sie die Chancen der Sportler ein? Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Wir müssen sehen, es besteht ein großes öffentliches Interesse daran, die Sauberkeit im Sport zu gewährleisten. Das heißt, ein Doping-Kontrollsystem ist gerechtfertigt. Und dass dieses Kontrollsystem angesichts der Praktiken und angesichts der Schwierigkeiten einer lückenlosen Erfassung, dass das vergleichsweise tief in Grundrechte der betroffenen Sportler eingreift, das dürfte jedem klar sein. Aber wir brauchen eine größere Sensibilität für den Umgang mit personenbezogenen Daten auch in diesem Bereich. Und es kann nicht sein, dass jemand, der sich als Spitzensportler einem solchen System unterwerfen muss, wie ein Objekt wirkt. Er braucht eigene Rechte, er braucht Transparenz und womöglich auch Mitbestimmungsrechte. Wenn man Berufssport betreiben möchte, beziehungsweise Spitzensport in Deutschland, ist man dazu verpflichtet, das ADEM-Meldesystem zu nutzen und eben über Monate im Voraus schon seine Aufenthaltsorte anzugeben. Wie stehen Sie zu der Frage, freiwillig oder nicht? Ja, freiwillig ist die Teilnahme natürlich, denn die Sportlerinnen oder der Sportler, sie entscheiden sich ja, an diesem System unter diesen Bedingungen teilzunehmen. Wer Arzt werden will, wer Rechtsanwältin werden will, muss sich ebenfalls einem bestimmten Kodex und einer Rechtsordnung unterwerfen.
Wir können nicht sagen, hier fehlt es an Freiwilligkeit. Aber die angenommene freiwillige Unterwerfung heißt nicht, dass das System nicht an sich dann wiederum auch für den Einzelnen jedenfalls verstehbar sein muss und dass es auch nicht unverhältnismäßig in sein Privatleben eingreifen darf. Es wurde auf EU-Ebene inzwischen eine EU-Datenschutz-Grundverordnung beschlossen, die ab 2018 gelten soll. Was bedeutet das in Bezug auf das Meldesystem oder hat es Auswirkungen auf das System? Es kann Auswirkungen haben. Im Grunde genommen tritt die EU-Datenschutzverordnung für Europa an die Stelle, die wir in Deutschland durch das Bundesdatenschutzgesetz kennen. Wir werden in Europa eine stärkere Vereinheitlichung der Anforderungen an den Datenschutz erleben. Und vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, die nationalen Dopingsysteme in Europa allmählich anzugleichen. Ausgehend von einem ehemaligen Leichtathleten wird derzeit, was Sie ja auch schon vorgeschlagen haben oder was Sie zumindest angedacht haben, ein Alternativsystem entwickelt. Kern dieser Idee ist ein GPS-Sender, der die Athleten orten soll, situativ, immer dann, wenn eine unangekündigte Dopingkontrolle bevorsteht. Was halten Sie von dem System? Ein GPS-Sender, das klingt zunächst einmal ein wenig wie elektronische Fußfessel und löst Bedenken aus, ob man so weit gehen darf. Bei näherer Betrachtung sieht man aber, dass die örtlichen Daten nur dann abgerufen werden, wenn tatsächlich eine Kontrolle konkret geplant ist. Es wird also kein Bewegungsprofil erstellt und es wird nicht permanent überwacht und es werden nicht dauernd Daten weitergegeben. Insofern kann das für den Sportler, für die Sportlerin erleichternd sein, weil sie nicht mehr den bürokratischen Fußfallen des gegenwärtigen Systems ausgeliefert ist. Allerdings muss man auch immer darüber nachdenken, dass der Einsatz einer solchen Technik, dass er seinerseits nicht den Eindruck erweckt, dass hier eine lückenlose Überwachung vonstatten geht. So wie das System bislang angedacht ist, würde ich diese Bedenken allerdings nicht teilen. Das heißt, können Sie abschließend sagen, so wie das Modell derzeit angedacht ist, wäre es in der Theorie ein datenschutzfreundlicheres Modell als das aktuelle? Auch wenn es im ersten Augenblick wegen der technischen Verwendung von GPS nicht so aussieht, würde ich das bejahen, weil das gegenwärtige System sehr aufwendig für die Athleten ist. Und was aufwendig ist, kann im Alltag zu Fehlern führen und die Fehler können schnell zu Sanktionen führen. Das löst Unsicherheit aus und das ist für den Einzelnen und für seine Freiheit auch kein vorzugswürdiges System.